Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Friede Marsch. Wir ernten weiter einen Mohn. Mit Cosplay. Wir werden jetzt Stroh verkaufen. Hoffe, er macht hier keinen Blödsinn. Zum Strohverkauf brauchen wir jetzt einen LKW. Dazu werden wir uns den Ballanhänger kaufen. Was holen, kaufen haben wir ja, kaufen wir nicht, haben wir. Der Rest der Lage werden wir abladen. Die Lage werden wir zu BGA fahren. Gras zerstört. Kommen wir rückwärts. Die Ballen werden wir abgeben. Ob wir das eingelagert kriegen? Ein Silo? Dann können wir ja lose holen, ne? So ein bisschen zur Not. So. Ob die reingeht? Weizen, also geht er nur links, rechts. Zuckerrohr, Milch, Gras, Heu. Silage. Na, geht nicht rein. Diesel. Also wahrscheinlich wird man die Karte neu starten. Ich werde mir die Maschinen zurückholen. Immer mit. Und wir werden das Geld raufbringen aufs Konto, vor die Maschinen schön aufschreiben, den Wert aufschreiben, das Geld uns überweisen. Dann werden wir uns das Geld entsprechend gut schreiben. Dann kaufen wir dieselben Maschinen, dieselben Felder. Und dann haben wir das gleiche wieder zusammen. Wir haben alle Vorteile der Karte. Wir brauchen nicht Gedanken machen wegen Safe. Kann ändern. Also darum kümmere ich mich am Wochenende in aller Ruhe, sodass wir zur nächsten Aufnahmesession das entsprechend haben. Die BGH müsste leer sein. Ups. Du Lüsse war drin. Okay, jetzt können wir da entsprechend laufen lassen. Blocking Mohn, da muss man drum kümmern, das ist sogar faul. Okay, das läuft. Wieder zum LKW. Den haben wir später.
Ja, neue Strom verkaufen. Was bringt der Strom überhaupt ein? Stroh, Stroh, was bringt der Strom ein? 110 in Heizkraftwerk. Ja, gut, viel ist nicht. Gab schon mal mehr. Dann müssen wir weit fahren, dann wir noch einen zweiten Anhänger mitnehmen. Der Anhänger ist auf der anderen Seite. Hinter dem Rapsfeld. Na gut. Arme gedrückt? Nö. Letzte Folge war ein bisschen kurz. Sorry dafür. Ich habe wieder mal die Zeiten gedrückt. Jetzt muss ich mal schauen, das war 37, das ist 43. Das sind 6 Minuten. Teilweise 17. Ja, gut. Wir holen ein bisschen auf. Bisschen beeilen, damit wir den Strom einkriegen. Wir haben ja zwei Hänger mal gekauft. Wie gesagt, wir brauchen dringend Mischfutter. Das Geld hätten wir schon, aber was uns fehlt, ist die Lage. Vielleicht nimmt er auch die Ballen an. Wäre auch eine Variante. Das wäre auch eine Variante. Aber das können wir noch haben. Denn Heu haben wir auch schon. So, Gas geben. Blick rechts. Läuft. Wenn alles gut läuft, haben wir nachher ja, ein bisschen Kleingeld vom Strom. Und dann durch den Reifen, na gut, da hält er eher an, ne? Okay. Hier um kümmern. Ist nicht ganz logisch, ne? Und da gibt es Probleme, das sehe ich jetzt schon. Da gibt es Probleme, weil er voll entlassen wird gleich. Das gibt nicht garantiert schief. Das kennen wir den Bruder schon. Oder meistens dann gerade dann losfährt und dann geht das voll in die Hose. Wie schön, wenn einer wegfahren würde. Wegschicken. Hab dich nicht so, du kannst fahren. Ist auch fast voll. So, schauen wir mal, ob wir Strom einkriegen. Einzelladeballen, naja. Das ist der.
Erste Hänger. So, gucken wir mal. Hier wollte ich flügen. Aber da muss der Strom weg sein. Sonst wird das nichts. Das Watt und nix. Mais ist aber auch ungünstig in Anführungszeichen. Ja, und das ist weit weg vom Hof. Hat aber auch Vorteile. Hat noch Gärflüssigkeit da. Müsste ich noch aufbringen. Ein bisschen Geld haben wir ja. Das sieht schon mal gut aus. Ein Loch. Und dann müssen wir umspeisen. Ups. Abladen wollen wir nicht. Die werden runterfallen. Gut. Oder auch nicht gut, ne? Je nachdem. 46 Tonnen. Auch nicht schlecht. Ein paar Ballen haben wir noch. Ups, ups. Oh, kommt man näher des Hinterhängers, dann geht's. So einen großen Ganzen hat der Strom gut weggenommen. Die Ballenpresse. Kann man nicht meckern. Leise, ne? Ja, typisch. Ja, nicht schlecht, aber anhalten sollen. So. Ein bisschen lauter. Viel Geld kann es nicht bringen, aber gut. Verschenken kann man es auch nicht. Wir werden auch nächstes Mal ein bisschen mehr. Am Mais haben wir keinen Stroh. Überlegt nur, wo wir das Silo hinhängen. Ein Stück Holz da, Wald kaufen, mit Holz abholzen und da ein Silo stellen. Geradeaus da, wo der Wald steht. Den Wald verkaufen. Den Harvester kaufen. Kleinholz machen. So, da haben wir den Stroh voll. 68 Ballen, 51 Tonnen, wenn es stimmt. So, es geht schnell zum Heizkraftwerk. Na, Probleme?
unseren Mond und auch reagieren. Und zumindest Kontrolle machen. Das ist nämlich jetzt ja. Wieso kommen wir nicht weiter? Mal kurz schauen, komm ich rein. Das geht. Irgendwie haben wir jetzt einen Absturz. So, es geht weiter. Grund gefunden. Geht er wieder aus. Oh, Kursklimaprobleme. Na, 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 na. So Leute, das ist erstmal Abbruch. Wir speichern mal ab. Wir speichern mal sicherheitshalber. Weil. Gut. Er hat sie entkrampft. Der Wort nicht so recht. Aber das ist, ich sag mal normal. Weil, ist immer noch Beta-Cosplay. Und das Spiel an sich ist ja auch noch nicht ganz fehlerfrei. Da würde man ein bisschen nachsichtig sein. Und froh sein, dass es überhaupt läuft. Das können auch Mods-Probleme machen, das weiß man mal nicht genau. Deswegen nicht so genau. Ich muss gucken, mein Lenker wieder aktiviere. Weil schon wieder. Kann ich nicht lenken oder Gas geben. Mit Lenkrad. Beziehungsweise ist dann kein Lenkwiderstand da. Es sollte eigentlich hinkommen, dass man in den Traktor ohne Crossplay, weil da wäre ja nun sau blöd, wenn man hier noch Schwierigkeiten machen würde. Irgendwo war ich stehen geblieben, ich weiß nicht genau wo. LKW. Strohverkauf. Das wollte ich machen. Das machen wir noch. Dann haben wir auch schon wieder Zeit fast um, ne? Vor allen Dingen. Längenausgleich. So, jetzt gehen wir verkaufen. Und zurückfahren. Das Mondfeld machen wir noch fertig. Da gibt es hier Fußgänger hier. Aus dem Feld 16 Reich zu kaufen. Das wäre super, ne? Da wäre richtig viel zu ernten. Wenn es wächst, wenn es mal ausgesät wurde. Und aber wir wollen Mais machen. Mais brauchen Maschinen. Wir brauchen zumindest eine Sämaschine. Denn die wird alleine nicht kuppern.
Also brauchen wir auch eine Gruppe. Ich habe vor, auf Formflügen noch die Gärreste aufzubringen. Das heißt, dann nehmen wir den Fendt und einen großen Güllewagen. Wir fahren über die BGA. Tachchen, Tachchen, Tachchen. Wir fahren über die BGH. Das geht ganz gut. Ballon fliegt hier auch. Gut, dass der KI-Verkehr aus ist. So. Bevor wir großes Gebäude bleiben. Achso, Kuhstall. Kuhstall müssten wir auch haben. Entsprechend den Wert gut schreiben. Wir sind zu weit gefahren. Na. Sägewerk ist Quatsch. Da kommen wir auch nicht groß. Vielleicht können wir da immer wenden. Müsste eigentlich wenden können. Mein Langgeschütz. Na, das macht nichts. Da fahren wir durch die Bäume durch. Wir haben ja Allrad. Das mit einem langen Geschütz. Nicht so einfach. Das Wasserloch kommt mir bekannt vor. Ja, die Piepmetze sind auch da. Das Frühling beginnt hier. So. Hat er gegen den Zaun gefahren. Ah. Wieder Schaden. Heizkraftwerk. Hängen wir nochmal drei haben. Wir brauchen die ersten. Immerhin. Wieder zu spät eingelenkt. Dann machen wir die Kurve fahren. So, meine lieben Freunde der Landwirtschaft, das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe, der Mondfahrer ist schon fertig. Da zischt mir drauf. Ne, das wird nichts. Dann seid mal Schüsse und Winkel, Winkel. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Dann sage ich, schau, bis dann.